paar Monster zu kloppen, dass wir uns einfach noch mehr von der Welt ansehen können. Ich werde es letztendlich, weil ich es nicht verhindern können, dass ich eine kleine Pause einlegen werden muss, bis es dann zum richtigen Let's Play übergeht, werde ich nichts dagegen machen können. Aber drauf geschissen. Also, da habe ich dann einige Folgen Vorsprung erstmal. So, dann sind wir hier. Zurück in der Welt von Final Fantasy XV, wer hätte es gedacht? Denn tatsächlich habe ich ja. Das können wir nicht. Da können wir nicht drum herum reden. Ich habe vieles ausgelassen. Warte mal, lasst mich mal hier zum Beispiel. Gehen wir jetzt mal hin. Ich habe vieles ausgelassen. Wenn es darum geht, auch mit Leuten zu sprechen, ne? Mit NPCs. Mit denen zu labern, mit denen zu quasseln und, ja, da habe ich halt vieles ausgelassen. Wodurch wir dann natürlich auch bestimmte Orte auf der Karte nicht angezeigt bekommen, wo es vielleicht interessante Sachen gibt. Und so weiter und so fort. Ich weiß, dass man hier kurz bevor der Sprint zu Ende ist nochmal drücken kann. Aber dadurch, dass ich die Anzeige nicht habe. Ja, Stamina. Ich habe, glaube ich, komplett vergessen, das HUD einzuschalten. So, da oben liegt was. Da oben. Muss ich drum rumlaufen, denke ich. Oder Wetter. Ne, muss ich nicht. Es liegt hier unten. Für eine Gegenstände. Das sind, glaube ich, die Eier von irgendeinem Vieh. Ah, da hier schon die Musik kommt. Glaube ich, hier gibt es was zu kämpfen. Wir gehen also etwas vorsichtiger vor. Und tatsächlich, da drüben, seht mal. Gegen den haben wir, glaube ich, schon mal gekämpft. Ja, gegen den haben wir schon mal gekämpft. Gegen so einen ähnlichen. Oder das ist tatsächlich derselbe. Deswegen lasse ich den jetzt einfach mal in Ruhe. Aber es war genau in dem Part jetzt. Genau das, was ich hier vor dem eigentlichen Live-Livestream gezeigt habe. Also die aufgenommene Folge, die ich hier vorher durchlaufen lassen habe durch den Livestream. Genau da haben wir ja gegen den Typen gekämpft. Also gegen das Vieh. Deswegen wäre es jetzt letztendlich ein bisschen blöd. So, wir werden aber Folgendes tun. Hier oben mal das Lager markieren und es ist ja zum Beispiel auch so, wartet mal, hier hatte ich hier auf den Speicherstand schon Zauber, da muss ich jetzt gucken, wenn ich die hier schon habe, kann ich nämlich schon jawohl, können wir hier ein bisschen zaubern mit dem Herrn Noctis. Also um es ganz einfach nochmal zusammenzufassen, hat das nicht so geklappt, ne? Friede, Freude, Eierkuchen, Hochzeit und dann ist gut. Hat nicht so funktioniert. Das mit dem König hat auch nicht so ganz geklappt. Naja. Und daher wird es dann natürlich weitergehen in Final Fantasy 15 mit, ich denke, einer Menge Intrigen, einer Menge Hinterhalte. Vielleicht auch schönen Beziehungen zwischen den Charakteren, die einen wieder halb zum Heulen bringen. Also mir persönlich muss ich an der Stelle tatsächlich sagen, also bei Final Fantasy X, um nochmal auf meine Lieblingszeit zu sprechen zu kommen. Also das war schon ganz schön emotional, du. Also ich fand das schon, natürlich muss dazu gesagt werden, dass man natürlich auch auf diese JRPGs stehen muss, ne? Also wenn man das total scheiße findet, dann wird man halt auch Final Fantasy nicht cool finden. Aber das ist ja eine ganz logische Sache. So, holen wir uns hier die Ressourcen, spielen praktisch wieder ein bisschen No Man's Sky. Featuring Minecraft. Hier haben wir noch dasselbe, einmal mit Eis. Machen wir einfach mal. So. Und wir haben immer noch 4 Zuschauer, ich sag immer noch Hallo an alle. Schön, dass ihr mit dabei seid. So, hier müssten wir jetzt eigentlich unser Lager mal aufschlagen.
werden wir tatsächlich auch erstmal zu... Ah, jetzt bin ich, glaube ich, auf Kämpfen gegangen. Ne, ich bin nicht auf Kämpfen gegangen. Ja, wie sieht's denn bei euch aus? Also, den Leuten, die jetzt zugucken, wie sehr, inwiefern Final Fantasy Fan, inwiefern freut ihr euch auf das Spiel? Was seht ihr vielleicht so ein bisschen kritisch und so weiter und so fort? Immer in die Kommentare damit, also beziehungsweise in den Live-Chat. Da freue ich mich natürlich, wenn ich ein bisschen was zu beantworten habe oder hätte oder, ne? Obwohl das heute schon ein Erfolg war. Es sind schon zwei Nachrichten in Live-Chat, auf die ich eingehen konnte. Das war ist schon mehr, als ich jemals auf meinem Kanal-Level mir hätte erträumen können. Und hier kommt normalerweise keiner vorbei auf diesen Kanal. So, wir schauen mal, ganz einfach, Level 3, Level... Nimm das. So, meiner, fang mal an zu kochen, du. Alter Schlawiner, du. Was ich auch überlege, weil ich es eben ganz cool finde, und weil es in Live, nicht in Live, doch in Xbox Gold dabei war, The Secrets of Monkey Island Special Edition für Xbox 360 kann man ja auf der Xbox One spielen durch Backwards Compatibility und... Da habe ich auch überlegt, ob ich da irgendwann mal einen Stream zu mache. Weil ich das hier auch ganz cool finde. Monkey Islands. Das ist 9 plus Ultra. Das ist Point and Clicks für mich. So, jetzt haben wir nämlich geskillt. Das bringt uns. Bringt uns schon weiter in dem Sinne, dass wir. Ja, dass wir ganz einfach stärker sind jetzt, um uns dann eben weiter umzugucken. Und ich muss sagen, diese ganze Live-Situation gefällt mir tatsächlich besser als mich jetzt vorzusetzen, ein Let's Play mal zu machen, das zu rendern, bam 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 bam. Gefällt mir ein klein wenig besser, vor allem, dass man dann auf manche Sachen eben eingehen kann. So jetzt. Schauen wir mal hier. Das ist mal ganz einfach. Ah, hier haben wir einen Parkplatz gefunden. Ach, ich wollte doch jetzt nicht der Hauptquest weiter Stufe folgen. Na gut, das ist dieselbe. Ja. Ja. Im Prinzip müssten wir so oder so gegen das Vieh da kämpfen, dann, wenn wir die Questline jetzt verfolgen würden. Was wir aber nicht tun werden. Wir schauen uns jetzt da hinten einfach mal ein bisschen um. Denn ich weiß, dass da in der Richtung irgendwo, da ist noch ein größeres Monster. Vielleicht, wenn ich jetzt an den Ort, wo ich ankomme, wenn man da jetzt nichts Wichtiges findet, werde ich nochmal in die Stadt gehen und ich denke mal, per Mobhand könnte man da vielleicht eventuell was finden. Vielleicht wissen einige von euch auch, welches Monster ich meine. Denn Final Fantasy mäßig bin ich insofern schlecht informiert, dass ich mir einfach... Natürlich gucke ich mir Trailer an, natürlich gucke ich mir ein paar Infos an, ne? Was so gesagt wird. Zum Beispiel, dass jetzt zum allerersten Mal eine deutsche Synchro kommt, wo ich das erstmal gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, Gronkh wird in dem Spiel sein mit seiner Freundin. Auch nicht schlecht. Aber natürlich, was die Story und was die richtigen Umgebungen, was man hier schon entdecken kann, angeht, habe ich mich natürlich nicht so extrem informiert, weil ich das Spiel ganz einfach dann genießen möchte. Ich möchte das Spiel auf mich zukommen lassen. Ich habe mir manche Dinge einfach viel zu oft dadurch kaputt gemacht, dass ich eben das nicht getan habe. Ich mache mir auch jedes Jahr die E3 dadurch kaputt, dass ich nicht genieße, dass ich mir eben vorher angucke. Bei NeoGAF oder im Reddit-Forum, was da schon geleakt wird. Also, ist halt blöd eigentlich, dass ich es mache. Ne? Deswegen bei Spielen genauso. Man sollte sich da vielleicht... Ja... Weiß nicht. Man sollte. Super, Mensch. Das nächste Mal sollte ich es machen, wenn meine Kameraden da nicht drinstehen, ne? Aber. Das mit dem Feuerzauber hat schon mal geklappt. Ich wüsste auch zu gern mal. Und da bin ich echt. Das. Kann man hier schon. Ich wusste oder weiß, dass es in der Episode Duskai zu 100% geht, dass man da schon. Ein Biest beschwören kann. Eine Bestie, diese Bestienbeschwörungen in Final Fantasy waren ja auch immer ein sehr großer Part. Und letztendlich in Final Fantasy 15 wird das Ganze dann sicherlich nochmal epischer aussehen.
Diese eine Bestie habe ich nämlich schon gesehen, die eine. Ach Mensch, die haben doch nochmal eigenen Namen. Heißen die direkt Bestien? Bestia heißen die. Zumindest in Final Fantasy X hießen sie damals Bestia oder irgendwie sowas. Das wird natürlich wieder ein großer Part werden. Und deswegen würde ich mich mal interessieren, muss ich mir umschauen. Vielleicht werden wir das im nächsten Livestream auch nochmal erörtern können. Zack, erstmal angreifen. Inwiefern es da etwas gibt. So, jetzt sind wir knapp über eine Stunde auf Sendung, sehe ich gerade. So, und hier haben wir großartig nichts. Ein Amulett. Ein Amulett haben wir gefunden. Dann begeben wir uns jetzt direkt in Richtung Autowerkstatt. Nein, ich ärgere mich gerade, dass ich auf meiner Website den Stream noch nie eingebunden habe. Wer da mal vorbei wer da mal vorbeischauen möchte, www.krangus-gaming.de ist momentan im Aufbau, aber bin auf aktiver Mitgliedersuche und läuft aktuell ganz gut. Also ich werde ja demnächst auch ein Team präsentieren können, ne, werde ja in der Lage zu sein, ein paar Leute anzukündigen, zu zeigen und mit denen dann hoffentlich was Cooles auf die Beine zu stellen. Und da habe ich eben auch Livestreams im Programm, nicht nur von mir. Ich habe da noch viel bessere, qualifiziertere Livestreamer im Angebot. Ich schaue mal, dass ich Livestreamer dann ungefähr 2-3 Leute parat habe. Da ich denke, live wird immer, also diese Livestreams werden ein immer wichtigerer Aspekt. E-Sport soll auch mit rein, ist auch geplant. Und eben dann solche Sachen wie hier, dass ich dann zum Beispiel mal erstmal die Monster bekämpfe. Fatschau, weg das Ding und auf da. Nein, dass ich dann zum Beispiel, was weiß ich, zum Beispiel so eine Art Final Fantasy Release Stream mache. Und was, warum ich jetzt eigentlich drauf gekommen bin, ein Podcast soll auch kommen. Ich denke mal, ich werde den dann über YouTube hier auch live schalten und dann einfach auf der Website verlinken. Versuche dann eine Art festen Tag festzulegen, an den die Podcasts kommen werden. Und da werden wir, wenn wir dann das Team haben, logischerweise kann ich den erst dann starten, immer mit 1-2 Leuten aus dem Team vielleicht mich zusammensetzen, werde einen Podcast machen zu den aktuellen Themen, die da in der Woche dann abgelaufen sind. Ja, sozusagen gibt es dann relativ viel auf der Website, um das einfach mal zu sagen. Sowohl Let's Plays, also es kommt ein Let's Player-Team rein. Let's Plays, News, meine Reviews, meine Spieletests, die ich dann immer noch selber mache. Dann der E-Sport-Bereich, Livestreams und Podcasts. Und was ganz wichtig ist, was bei mir ganz groß im Vordergrund steht, dass ich die Leute, die ich da habe, auch tatsächlich mit eigenen Formaten und eigenen Ideen einbringe. Denn sicherlich ist so eine Kombination geil aus Livestream, Podcast, News, Reviews, Let's Plays, alles auf einer Seite. Aber das kannst du dir auch irgendwo anders zusammensuchen, ne? Deswegen ist es bei mir wichtig, dass ich dann mich mit den Leuten zusammensetze in den verschiedenen Abteilen, wie zum Beispiel E-Sport, Livestreams und so weiter, Let's Plays oder ganz eigene Bereiche, dass ich da eben eigene Formate aufbaue, dass man der Website einen Charakter gibt, den Leuten, die dahinter stecken, das Team. Ne? Werden wir mal schauen, wie gut das funktioniert. Vielleicht funktioniert es so gut wie die Boyband hier. Würde mich immer noch interessieren, ob man irgendwann mal auch die Klamotten von den Typen wechseln kann. So, vorne können wir reiten. Das geht, das kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Ich will doch einfach nur Chocobos reiten, Mensch. Da bin ich zufrieden mit meinem Leben. Dann kann ich abschließen. Das ist die Tankstelle. Das ist unser Auto. Das ist der Waffenheinz. So, wir schauen aber jetzt erstmal hier. Kann man mit der auch reden? Mit der Tante? Ne, die läuft hier nur so rum. Sieht ja natürlich lebendiger aus, wenn hier mehr Leute rumlaufen. Und der hat aber garantiert, der hatte mehr für uns. Das weiß ich noch.
So. Du hast noch mal Panz, mein Freundchen. Dieses große, fette Schleimvieh können wir besiegen. Da müssen wir auch eine Weile leveln. Da müssen wir nämlich Level 15 sein. Eieieiei. Was haben wir denn hier so noch auf der Karte? Mehr kann er ja nicht aufdecken. So, hier haben wir noch Blitzruhen. Hier hinten. Hier hinten sieht so aus, als hätten wir da was. Wir werden gleich, damit wir einen etwas näheren Punkt haben, werden wir aber hier erstmal pennen gehen, fällt mir gerade ein. Wenn wir pennen gehen und dann schauen wir mal dahinter. Und dieses Schleimmonster, ne, da haben wir jetzt ein Ziel, dass wir das auf jeden Fall besiegen werden. Aber es gibt auch noch andere Monster. Also es gibt noch viel zu tun hier in der Demo. So, dann gehen wir in unserem Pennerwaggon schlafen. Ui, da fällt mir gerade auf, ich darf gar nicht zu lange spielen. Man möge mich ausbuhen. Och Mensch, nur zwei Zuschauer. Ich grüße alle zwei alle zwei, oder wahrscheinlich ist es dann noch einer, weil ich den Livestream ja immer im Blick habe. Ich grüße den Zuschauer. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, jetzt spielt Schalke, Mensch. Heute ist Fußball. Super. So, Level 6, das, oh, wir brauchen noch 9 Level braucht man da. Da muss ich mich dann belesen, wie man vielleicht tatsächlich auch das Leveling ein bisschen. Ach, 3 Zuschauer, Mensch, das switcht immer so schön hin und her. Nein, wie man das Leveling hier noch ein bisschen besser voranbringen kann. Da gibt es wahrscheinlich hier in Japanischen die ganze Zeit Hinweise, ne? Aber. Es kommt, denke ich mal, viel auf die Nahrung an. Wie viel Gel haben wir denn? Wie gesagt, das bufft ja vieles, die Nahrung. Kann er uns übrigens nochmal was aufdecken? Nee. Nee, das hat er ja schon aufgedeckt. Gut. Gut, ist weg damit. Das sieht gut aus. Was kostet das? Ach da, 750 Gil. Dann zeig mal her hier, was du Schönes hast. Das hätte ich heute auch. Das hätte ich auch gerne. Ich habe nämlich heute noch nichts zu essen gemacht. So, super. Weil die anderen beiden Viecher, die haben wir schon weggehauen. Die sind schon erledigt. Wie gesagt, ich weiß ja dann, wie weit ich ungefähr der Hauptquest folgen kann. Da gehen wir dann natürlich auch. Also wir arbeiten jetzt erstmal dieses Gebiet hier, dieses große, große Gebiet arbeiten wir jetzt erstmal ab. Schauen, was es hier zu sehen gibt. Dann machen wir irgendwann ein bisschen wieder von der Hauptquest. Gehen, bis wir in die nächsten Gebiete kommen. Und werden auch da alles abgrasen. Also ich glaube schon, dass man hier noch eine Menge zu tun haben werden. Man kann ja tatsächlich sehr viel Zeit in dieser Demo verbringen. Und warum die nur in Japan erschienen ist, das frage ich mich immer noch. Das kann ich nicht rein, das kann ich nicht kapieren, warum das so ist. Das möchte bei mir nicht so richtig in die Birne. Guck mal da drüben. Sind das die Wölfe? Oder wolfsähnlichen Viecher? Und drauf da. Boah, das war ein guter Angriff. Das funktioniert bei mir immer noch nicht so richtig. Ja, das Problem ist halt, dass die Viecher nicht großartig stark sind, wenn man gegen die hier kämpfen, ne? So. Ah,
Ach du heilige Scheiße. Das Vieh meinte ich nämlich. 38! Holy moly! Holy moly! Jungs, ihr könnt ruhig runterkommen, also es. Fände ich jetzt tatsächlich nicht schlecht. Ich meine, dass ich jetzt hier auf die Fresse bekommen werde, ne, da müssen wir nicht drüber reden. Bei warum kommen die Jungs nicht runter? Ach, da kommt schon der Erste. Ja, in ein paar Sekunden besiegen. Krankenkopf. Wie soll ich das Vieh in ein paar Sekunden besiegen? So, jetzt haben wir also hier den ersten großen Kampf. Oder größeren Kampf. Wir versuchen dementsprechend natürlich was zu machen. Was zu versuchen. Ich stecke aber gerade zwischen den Beinen fest. Los Jungs! Teamattacker! Ja, hat so gut wie nichts gebracht. Auf den Schwanz drauf! Ahaha, das bringt gar nichts! Ich glaube, ich habe mich hier eindeutig mit dem falschen Vieh angelegt. Heilige Scheiße. Da war ich zu spät. Ich meine, ich könnte hier jetzt einen Trank nehmen, ne? Ach, ich wurde geheilt. Nee, nicht. Letztendlich würde mir dieser Trank nichts bringen. Das Ding ist, glaube ich, ein Feuervieh. Also, ich glaube, eigentlich bräuchte ich Eis. Ich bräuchte, glaube ich, gutes Eis, um gegen das Vieh irgendeine Chance zu haben. Ah, und mit den normalen Waffen kommst du kaum voran. Kannst du eigentlich vergessen. So. Ah, fuck it. Ja, jetzt sind wir alle. Jetzt sind wir alle gefickt. Was ist das? Ist ja cool. Phönixfeder. Die Jungs, mir ist egal, wie ihr rauskommt. Also. Oh Mann, ich will hier raus. Das gewinnen wir nie hier. Komm hier. Ah, nicht getroffen. Wie gesagt, es bringt halt so gut wie gar nichts. Unsere Magie ist auch leer. Komm hier. Kannst du das Vieh nicht einfach umbringen? Los, bring uns um. Töte uns, wir haben es verdient. Wäre jetzt natürlich lustig, wenn ich mich auf die Karte bringen könnte. Glaube ich aber letztendlich nicht. Ja, geht nämlich nicht im Kampf. Ach, verschwende doch nicht unser ganzes Zeug, Mensch. Die anderen nehmen auch wieder. Ich meine, wir könnten es besiegen. Glaube ich schon, aber es würde sich jetzt halt total lang ziehen. Hör auf mich zu heilen, ich kann das selber. Ich brauch den nicht. Bist doch nicht meine Mutti. Aber ich halt genau reinlaufe, wenn er kommt. Ja, genau so ging das.
Und zack. Komm hier. Starte mal was. Nice, der Scheiß. Alter. Wie kann ich dem helfen? Gar nicht anscheinend. Ich würde gerne mal wissen, wie es geht, dass ich anderen Leuten helfe. Wie gesagt, ich glaube schon, dass wir hier gewinnen könnten. Aber ich glaube auch an den Weihnachtsmann, von daher. Tschüss. Ich konnte tatsächlich abhauen. Super. Ach, wir haben dafür auch noch XP bekommen. Teilweise. So, dann gehen wir ganz einfach mal. Warum können wir nicht zurückreisen? Es ist natürlich scheiße, dass wir jetzt nicht zurückreisen können. Nico, Mensch, hallo. Hallihallo. Kannst gleich wieder gehen. Dass ich weiß, wo der Ausgang vom Chat ist. Nein, es ist scheiße gerade. Das kotzt mich an. Wir haben einen Blitzzauber. Blitz blinkt uns nicht. Wir haben Eis. Eis, Eis, Eis. Eis brauchen wir. Eis, Eis, Baby. Her damit. Her damit. Wir brauchen Eis unbedingt. Also ich glaube dann schon in den nächsten Parts, wie gesagt, ich weiß nicht, wie spät haben wir es? 15.30 Uhr. Ich denke mal 15.30 Uhr werde ich hier Schluss machen. Also wir haben noch eine gute halbe Stunde. Ich denke mal in den nächsten Parts hier, im nächsten Stream, werde ich mich darauf konzentrieren, unsere nette Boyband hier ein bisschen zu leveln. Zu schauen, ob man denen nicht noch ordentliche Klamotten geben kann. Und ja, hier kann man tatsächlich ein Lager aufschlagen. Ist das schlau, das jetzt zu machen? Zeig mal, wir schlagen jetzt hier ein Lager auf. Damit wir uns auch mal ein bisschen erholen. Weil nach dem Kampf brauchen die, glaube ich, ein bisschen Erholung. Ja, nee, aber wie gesagt, nochmal für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht alles gesehen haben. Erstens kommt der Stream hier als Ganzes nochmal online. Und dann kommt natürlich Essen. Essen ist immer gut. Nein, dann kommt... Boah, haben wir nicht mehr. Wir müssen neue komische Gemüsesuppe kaufen gehen das nächste Mal. 3 HP, das ist besser. Dann kommen natürlich noch die einzelnen Gameplay-Parts nochmal. Für diejenigen, die eben nicht einen ganzen Stream gucken wollen, das verstehe ich natürlich auch. Eigentlich bringen die Streams nur Vorteile. Denn Skill Level Up, oh yeah, schön. Cool. Nein, die Streams bringen nur Vorteile in dem Sinne, dass man, wie gesagt, erstens diese Live-Interaktion, sicherlich bei mir nicht ganz so wie bei anderen Kanälen. Aber erstens das, zweitens habe ich dann immer gleich mehr Material, es ist ja alles gleich online. Es passt eigentlich. So. Was ich jetzt auch mal machen will, ist, dass ich schaue, dass ich hier... Oh, jetzt muss ich gucken, dass ich die falschen überspeichere. Der ist es. Level 6, okay, die sind jetzt vom Level her sind die jetzt alle gleich, okay. Super. Dann brauche ich... Ich wollte nämlich gerade gucken, ob ich hier drauf wechsle. Das eventuell höher sein könnte. Ist es auch nicht. Mir macht es gerade nur ein bisschen Sorgen, dass wir kaum aufleveln oder irgendwas. So, da vorne scheinen aber Monster zu sein, gegen die wir noch nicht gekämpft haben. Vielleicht sind die ja auch
Ah, scheiße.